gesagt, ich begrüße Sie ganz herzlich. Es ist ein bisschen komisch, auch wenn man niemanden auf der anderen Seite sieht. Aber trotzdem freut es mich natürlich, dass da diverse Leute heute Abend dabei sind. Die Informationen, die ich euch vermitteln möchte, ist eine breite Palette, angefangen mit dem Update Brunanet, das im September aufgeschaltet worden ist, die beliebte Informationsplattform, wo ich da ein paar Neuerungen aufzeigen möchte. Dann als zweites ein Hinweis auf das nächste Jahr, wo Braunfels Schweiz das Jubiläum feiert, das 125-jährige Bestehen, wo natürlich mit der Bruna ein Grossanlass bzw. zwei Grossanlässe bevorstehen. Da möchte ich ein bisschen aufzeigen, was da auf uns zukommt. Dann möchte ich aufzeigen, wie der Stand im Zuchtprogramm ist, unter Bruna Data, wie wir dort unterwegs sind. Dann als viertes Zuchtwertschätzung, Neuerungen, die bereits umgesetzt sind und Projekte, die in Vorbereitung sind. Und ganz am Schluss einen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate. Fangen mit dem Brunanet. Brunanet mittlerweile seit 20 Jahren, wie gesagt, ist wirklich eine beliebte Plattform, wo man die Möglichkeit hat, seine eigenen Tiere oder auch Tiere aus anderen Beständen, die ihre Daten freigeben, können anzuschauen. Und da haben wir jetzt eigentlich einen rechten technologischen Schritt gemacht. Das war wirklich so, dass wir die ganze Plattform frisch programmiert haben. Nach außen ist es nicht so, dass wir jetzt extrem viel Neues oder anders hergekommen ist, aber es bietet uns natürlich vor allem die Möglichkeit in Zukunft, um neue Funktionen dann sehr viel einfacher einzubauen. Es ist aber trotzdem so, weil man sämtliche Menüs frisch angeschaut hat, frisch programmiert hat, hat man gewisse Funktionalitäten angepasst oder hat gewisse Fehler behoben, die zum Teil bestanden haben, und man probiert das Ganze ein bisschen benutzerfreundlicher zu machen. Was sicher gerade als erstes auffällt, ist, dass die Navigation wieder geändert hat. Ich mag mich noch gut erinnern, wo man vor gut 10 Jahren den Wechsel gemacht hat. Bis dahin war es eigentlich so, dass Brunanet eine gespiegelte Datenbank war, die immer etwa einen Tag Rückstand hatte. Und dort haben wir können browsen, wie man das in einer anderen Webseite auch gekannt hat. Und im 2010 haben wir den Wechsel auf das damalige Argus B gemacht, wo man neu eben direkt auch als externer Nutzer auf unsere Datenbank zugegriffen hat, was auch bedeutet hat, dass man jede eigentlich Sekunde aktuelle Daten verfügbar hat oder immer noch hat. Es hat aber auch gewisse Nachteile mit sich gebracht, dass man eben nicht mehr so einfach hat können, wie in einem Browser mit der Vor- und Zurücktaste arbeiten. Und jetzt nach 10 Jahren, nachdem man sich jetzt vielleicht auch an das gewöhnt hat, haben wir den Wechsel wieder können vollziehen, dass es technologisch so wieder möglich ist, dass mit der Vor- und Zurücktaste zwischen den einzelnen Seiten gewechselt werden kann. Da vielleicht ganz ein kleiner Tipp: Wenn man mehrere Seiten möchte zurückgehen, dann kann man ganz einfach auf die Zurücktaste, entweder mit der linken Maustaste draufbleiben, dann zeigt es einem den Verlauf an. Das Gleiche passiert auch, wenn man mit der rechten Maustaste auf das Zurück-File drücken tut. Und dann kann man direkt auf die jeweilige Seite gehen, wo man auswählen will. Bei den Listen ist es so, dass man überall alles, was blau unterlegt ist, ist sortierbar. Also das kann man auswählen. Das ist jetzt ein Beispiel in Betriebslisten einfach von einem Betrieb. Und was neu auch möglich ist, dass man eine Sortierung machen kann nach 2 Feldern. Also jetzt wie in dem Beispiel, wo die erste Sortierung nach dem Vater von dem jeweiligen Tier ist. Und dann mit der Kontrolltaste kann man noch weitere Spalten auswählen, die dann in zweiter Priorität sortiert werden. Jetzt in dem Beispiel Geburtsdatum, also innerhalb von der Töchtergruppe jeweils nach Geburtsdatum. Ist jetzt vielleicht nicht eine Sortierung, die jetzt konkret einen Haufen bringen tut, aber es ist natürlich bei den meisten Listen ist die Möglichkeit so rum, und es gibt natürlich den Ort, wo das sehr praktisch ist. Was ebenfalls neu ist, und das ist auch etwas, wir haben immer wieder Rückmeldungen bekommen, dass man die eine oder die andere Information auch anzeigen und hankern vielleicht eine Information, die bereits aufgeschaltet ist, dass man die nicht oder dass die nicht unbedingt sehr wertvoll ist. Und da haben wir jetzt eigentlich ein bisschen mehr
Benutzerfreiheit reinbringen mit dem Menü Tabellenspalten auswählen. Dort kann man nicht gerade beliebige, aber verschiedene zusätzliche Felder anzeigen, Spalten anzeigen. Man kann auch Spalten abwählen, wenn man das heute rausnimmt, dass die nicht mehr anzeigen tut. Und so eigentlich eine Seite sich zusammenstellen kann, wo die Informationen wirklich drauf sind, die einem am meisten interessieren tun. Nachkommensliste, das ist wahrscheinlich das Menü, wo wir am meisten Rückmeldungen bekommen haben in den letzten guten Jahren, ist das jetzt her, wo wir irgendwie durch eine andere Programmierung plötzlich die Situation kennt, dass die Sortierung nicht mehr immer in jedem Fall sehr logisch war, dass nicht immer die ältesten Tiere das oberste waren. Und das ist vor allem interessant, wenn wir jetzt Töchter anschauen von einem Stier, wo die ersten Töchter in Milch kommen. Sind da Gerüchte kursiert, dass man das extra gemacht hat, dass man gewisse Töchter nicht sieht. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben aber auch schon gewusst, dass man sowieso eben die Programmierung wieder wird vornehmen von Bruno nicht und haben dann gesagt, es macht keinen Sinn, jetzt da noch Korrekturen auf dem alten Bruno nicht vorzunehmen, sondern dass wir da abwarten und das eben mit Argus neu, mit dem neuen Bruno nicht umsetzen. Da bin ich jetzt sehr froh, dass es jetzt natürlich so weit ist, dass man grundsätzlich eben die Standardsortierung jetzt wieder so gewählt hat, wie es für die meisten Leute Sinn macht, dass die ältesten Tiere, die ältesten Nachkommen, sei es bei einem Stier oder es kann bei einer Kuh sein, die ältesten Nachkommen zu oberst sind. Dann hat man auch neue Informationen, die standardmäßig angezeigt werden. Bei jedem Tier sieht man die Einsatzleistung sofort, man sieht die Einstufung und man kann auch da zusätzliche Spalten auswählen, weitere Informationen auswählen und man hat die Möglichkeit, sich selber auch so eine Töchterliste als Excel sich zuschicken zu lassen, wenn man da selber noch ein bisschen nach Lust und Laune die Töchter will genauer analysieren. Also das ist sicher eine gute Sache, denke ich, wo bei denen, die viel Zeit im Bruno nicht innen verbringen, sicher einen Mehrnutzen bringen tut. Was wir auch leicht angepasst haben, ist die Ahnentafel, die Liste mit den Vorfahren. Da jetzt nur die Oberseite, was angezeigt wird, angezeigt wird jetzt in der Präsentation. Da haben wir neu so, dass wir zu einem beliebigen Tier in dieser Ahnentafel kann gehen, wenn man den Namen von dem Tier auswählen tut, dann tut es von dem Tier weg die Ahnentafel wieder anzeigen. Also man kann da sehr schnell über mehrere Generationen zurückgehen und so die Abstammungen anschauen. Man kann aber auch direkt auf die TVD-Nummer von einem beliebigen Tier in dieser Liste reingehen. Und wenn man die TVD-Nummer auswählen tut, dann zeigt es einem direkt das Leistungsblatt an, was in vielen Fällen auch oder die meistbesuchte Seite ist von allen Tieren, dass man das Leistungsblatt gerade sieht. Am tiefsten eingegriffen haben wir beim Behandlungsjournal, beim elektronischen Behandlungsjournal. Das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist da sicher, dass man verschiedene Versionen gehabt für verschiedene Mandanten. Kalbergesundheitsdienst, Schweinegesundheitsdienst, Betrieb oder Klauenpfleger, die im Ressourcenprojekt gesunde Klauen mitgeschafft haben und dort ihre Klauenbehandlungen erfasst haben. Und da haben wir jetzt endlich eine Durchlässigkeit gemacht. Das heisst, wenn jetzt beispielsweise ein Betrieb oder seine Tierlade Klauenpflege durch einen Klauenpfleger, der auch bei diesem Projekt dabei ist, dann sieht man, dass die Behandlungen, wenn jetzt irgendwo eine Behandlung hat, nicht nur das Schneiden von der Klauen, sondern eine Behandlung, dann zeigt es das auch im Behandlungsjournal an. Also es ist durchlässig auf allen Seiten. Bedingt aber auch, dass man natürlich auf allen Seiten die gleichen Einheiten brauchen tut. Also da hat man die Masseinheiten müssen vereinheitlichen. Und da ist es nicht mehr so, wie man es bis jetzt kennt hat, dass man einfach mit einem freien Text hätte können die Einheit angeben. Ich mache immer das Beispiel von den Injektoren, zum Beispiel zum Trockenstellen. Das war bei der einen ein Injektor, bei der anderen ein Tübli, bei der dritten eine Taube. Mit oder ohne Tippfehler hat es alle Varianten gegeben. Und das ist natürlich klar, dass so natürlich keine Austauschbarkeit gegeben ist. Und darum haben wir die Einheiten je nach Medikament fix vorgegeben.
dass man nur noch eigentlich die Menge muss auswählen. Was man nicht die Möglichkeit hat, man hat eine Liste mit Tiergruppen, standardmäßig sicher die Milchtiere, aber es werden auch Nicht-Herdebuchtiere angezeigt, wenn man zum Beispiel Masttiere auf dem Betrieb hat, Tränkkälber oder etwas Ähnliches. Wenn man Tiere manuell erfasst, wenn man beispielsweise jetzt noch bei den Geissen irgendwo eine Behandlung hat und man will die auch im elektronischen Behandlungsjournal haben, dann kann man das auch als Gruppen auswählen. Man kann selber Gruppen erstellen, wenn man beispielsweise ein Jungvieh in verschiedenen Stallungen hat und je nach Stallung die Gruppenbehandlung machen will, kann man das so über die Gruppe machen und so eben sehr schnell, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo Polyablab in einer Gruppe von Tieren, kann man sehr schnell bei den richtigen Tieren die Behandlung erfassen. Behandlung erfassen, es sieht ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich funktioniert es noch gleich. Also es ist weiterhin mit dem Plus beim jeweiligen Tier, wo man die Behandlung kann erfassen, was auftut. Was neu ist, ist der Stern nebendran und der Stern, der steht für die Favoriten. Neu hat man die Möglichkeit, Behandlungen, die man immer wieder macht. Ich habe vorhin das Beispiel in Trockenstellen gesagt, wo wahrscheinlich immer plus minus gleich ablaufen tut, mit oder ohne Medikamentierung. Enthornen bei den Kalbern, also es gibt gewisse Behandlungen, die immer gleich ablaufen, die kann man als Favorit hinterlegen und so auswählen, dann ist es eigentlich mit zwei Klick bereits so eine Behandlung erfasst und eben damit wahrscheinlich hat man auch einen Großteil von den Behandlungen überhaupt abdeckt, die anfallen tun. Das sind ja meistens eben die gleichen Sachen, die man wieder hat und selten hier und da mal etwas Spezielleres. Die Favoriten muss man zuerst anlegen, so wie man es eben vom jeweiligen Betrieb machen tut, mit den Medikamenten, die man dazu einsetzen, mit den Absetzfristen, die entstehen. Und wenn man die Favoriten erfasst hat, kann man sie dann eben sehr einfach über den Stern erfassen für eine Behandlung. Es sind noch zahlreiche weitere Anpassungen gemacht worden im Brunanet. Ich möchte jetzt da in diesem Rahmen nicht alles abbetten. Aber eine Anpassung ist die, dass man die Inzuchtgradberechnung in Paarungsplan übergenommen hat. Die Inzuchtgradberechnung die ist nicht neu, die gibt es schon lange, aber ich denke, das ist etwas, was viele Leute gar nicht kennen, dass sie die Möglichkeit haben, für einen beliebigen Stier bei einer Anpaarung auf einen Bestand zu berechnen, wie der jeweilige Inzuchtgrad aussieht, wenn man eben ja, eine Anpaarung mit dem Stier machen tut. Sicher vor allem für Betriebe mit Natursprung ist das noch etwas Spannendes, wo man sehr schnell einen Überblick hat, wie sich jetzt das auswirkt im Bestand, wenn man den einen oder anderen Stier würde einsetzen würde. Es ist auch ein bisschen grafisch schöner dargestellt, auch mit dem Ampelsystem, das man von Paarungsbahn her kennt, mit roten Lichtern, orangen Lichtern und grünen Lichtern, die einem einen Hinweis geben, wie man die Anpaarung einschätzen kann. Man kann im Paarungsplan in Stiere neu einfach mit der Maus packen und verschieben. Wenn man zum Beispiel jetzt den vierplatzierten Stier, was bei der Anpaarung so ausgegeben wird, kann man den sehr einfach auf den Platz 1 führen oder auch auf den letzten Platz, wie auch immer. Also da kann man ein einfacher und speditiver arbeiten damit. Die Paarungsstatistik, die hat mehr Informationen drin, beispielsweise die Kreuzbeinhöhe, die es jetzt automatisch anzeigen tut. Und für mich die Paarungsstatistik eines der wertvollsten Hilfsmittel in der Paarungsplanung, weil dort sieht man wirklich, was man machen tut. Der Durchschnitt von allen angepaarten Stieren im Bestand, da sieht man wirklich, ja, ob man jetzt das Zuchtziel, das man im Betrieb verfolgt, ob das auch dem entspricht, was man mit den Anpaarungen machen tut. Also das ist sicher sehr eine interessante Information. Im Gesundheitsjournal habe ich vorher schon erwähnt, die einheitlichen Mengenangaben, dann auch neue Liste von der Trächtigkeit, die im Behandlungsjournal drin ist, also ein eigenes Register, wenn man beispielsweise Abo hat für Fertalis, dass alle Tiere nach einer gewissen Zeit auf Trächtigkeit untersucht werden, wird das in dieser Liste angezeigt. Es wird auch angezeigt, wenn man manuelle Erfassungen macht, beispielsweise wenn der Tierarzt Trächtigkeitskontrollen machen tut. Bei den Biobetrieben ist die doppelte Absetzfrist fix hinterlegt und eine Änderung beim Diagnoseschlüssel hat man auch vorgenommen. Bis jetzt war Kälberkrankheit ein eigenes Organsystem gewesen. Und das ist eigentlich
nicht so systemgetreu gewesen, weil ein Kalber ist eine Tiergruppe und sonst schreibt man eben immer auf den Organ spezifisch gewesen. Und das hat man jetzt geändert, dass wieder der Logik entspricht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kalb mit einer Lungenentzündung rum ist, dann tut man das unter Atemwegssystem, Atemwegserkrankungen erfassen und Zuteilung, ob es eben kalberverankert ist oder nicht, erfolgt automatisch über das Alter vom Tier. Das neue Brunonet ist wie das alte Brunonet auch grundsätzlich nutzbar per Smartphone. Man muss aber ganz klar sagen, es ist optimiert für einen PC. Also es ist nicht optimiert für das Smartphone. Es hat jetzt ein paar Kinderkrankheiten noch drin, die wahrscheinlich bis etwa in einer Woche eine frische Release geben, wo man beheben tut, dass bei der Tierliste auf dem Smartphone das unterste Tier nicht richtig anzeigen, dass man nicht auswählen kann. Dass, wenn man schieben tut innerhalb von einer Liste, dass man dann plötzlich das Register, also das Menü wechseln tut. Das kann man umgehen, wenn man mit zwei Fingern würde schieben. Aber das ist natürlich auch nicht so, wenn man es unbedingt gewöhnt ist. Dort tun wir die wichtigsten Anpassungen machen, dass es benutzertauglich ist. Aber eben, wie gesagt, optimiert ist es nicht für das Smartphone, sondern für den PC. Das ist die Hauptanwendung. Und für den Smartphone-Bereich haben wir SmartCow eigentlich als die App, wo man schon viele Sachen umgesetzt hat, wo man auch in Zukunft mehr Module noch wird umsetzen. Sicher auch dort, wenn ich jetzt Gesundheitsdatenerfassung erwähnen kann, wo dort sehr einfach umgesetzt ist, wo man die ganzen Behandlungen natürlich dann auch gerade am einfachsten kann erfassen, wenn sie passieren im Stall. Gerade wenn man das Tier heben tut, wenn der Tierarzt eine Behandlung machen ist, beispielsweise. Gut, das ganz kurz zum Brunonet. Es ist auch eine ausführliche Bedienungsanleitung aufgeschaltet auf unserer Homepage, wo man für jedes Menü eigentlich die Informationen kann prüfen, wo Screenshots drin sind, wo man sieht, wie man muss vorgehen muss. Aber in der Regel ist es so, bei den meisten Sachen am besten probiert man es mal aus und das meiste sollte eigentlich in dem Sinn selbsterklärend sein. Und so selbstverständlich auch jederzeit natürlich auch ein Telefon oder ein WhatsApp schicken auf Brunnen für Schweiz und dann können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Ich komme zum nächsten Thema, das Jubiläumsjahr, das vor der Tür steht. Das Jubiläumsjahr, das 125 Jahre Bestehen von Brunnen für Schweiz. Und das wird immer begangen, zusammen mit einer nationalen Brunnenfee-Ausstellung, wo sicher das Highlight ist, aber nicht die einzige Aktivität ist, die dort stattfindet in diesem Jahr. Mit dieser Bruna verfolgen wir diverse Ziele. Verfolgen. Wir wollen motivieren, aufzeigen, die Qualitäten, die das Brunnenfee hat. Das ist ganz klar, dass man es auch wieder sieht, nach einer Zeit, wo vielleicht viel Schauen nicht stattgefunden hat, wieder eine nationale Schau auf sicher absolut höchstem Niveau. Wir wollen fördern, das richtet sich vor allem auch an die Jungzüchter. Wir wollen stärken, auch das Zusammengehörigkeitsgefühl aufzeigen, eben, was man für starke Tiere hat, den Austausch können pflegen unter den Züchtern. Und überzeugen, wenn wir nicht nur Züchter selber, die bestehenden Brunnenfee-Züchter, wir wollen natürlich auch Züchter von anderen Rassen aufzeigen, was für Qualitäten beim Brunnenfee vorhanden sind. Wir wollen aber auch über den Tellerrand ausschauen und natürlich auch Konsumenten ansprechen. Gerade am Standortzug sind wir natürlich da sehr nah an den Konsumenten. Wir wollen auch politische Entscheidungsträger überzeugen und aufzeigen, warum es eben wichtig ist, dass wir in Zukunft in die Landwirtschaft investieren und gute Strukturen bereiten. Die Bruna wird zweiteilt sein, in einem Teil Originalbrunnenfee. Beim Originalbrunnenfee wäre normalerweise im nächsten Winter jetzt auch die Joba angestanden und da hat man sich zusammengehockt, hat man sich zusammengesessen und gesagt, es macht keinen Sinn, so kurz aufeinander zwei Originalbrunnenfee-Ausstellungen, sondern man macht eine separate Bruna für das Originalbrunnenfee mit einem Mengengerüst von auch gut 300 Tieren, wo man wirklich aus dem Vollen schöpfen und dort ein Wochenende für das einsetzen. Der Lead da bei der Organisation, wir sind zu Reglement liegt beim Obezuchtverband, also sie sind da in der Führung, aber natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit Brunnenfee Schweiz. Und der Teil Original Brunnenfee
wird am Samstag und Sonntag stattfinden, am 2. und 3. April 2022. Eine Woche später kommt der Auftritt von der Braunswiss-Kühe. Natürlich auch hier mit gut 300 Tieren, die wir auf Platz werden haben. Da ist die Organisation bei Braunfest Schweiz selber in Zusammenarbeit, wie wir sie in den letzten Mal auch so gehandhabt hat, in Zusammenarbeit mit den Kantonalorganisationen, mit Braunfee Fürstentum Liechtenstein und mit den Jungzüchtern. Und das wird eben direkt eine Woche später passieren, am Freitagabend, wo wir die Rinder und die Jungkühe präsentieren, am 8. April und am Samstag, 9. April, wo wir Kühe ab zweiter Laktation präsentieren. Wir wissen, dass es da auch noch gewisse Unsicherheiten gibt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wir tun das aber darauf wappnen, dass wir den Anlass durchführen können. Wir werden sicher auch einen Livestream machen, wie wir es schon in den letzten Jahren gemacht haben. Aber vielleicht das mal noch probieren wir da noch ein Spürchen professioneller zu werden, dass auch die Leute, die vielleicht jetzt nicht gerade zwei Wochen haben, können auf den Zug kommen, dass sie da Details, die sie dann vielleicht verpassen können, online schauen können. Oder auch Besucher aus Übersee, ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht klar, ob der Tierreise dann ganz einfach möglich ist. Da werden wir sicher für sie ein gutes Angebot schaffen. Neben der Bruna werden noch diverse andere Sachen stattfinden im nächsten Jahr. Angefangen mit der Jubiläumsdelegiertenversammlung, die am 30. März in Baar stattfinden wird. Da ist ja schon mal ein Highlight, wenn wir wieder eine physische Delegiertenversammlung durchführen können, nachdem wir jetzt seit zwei Jahren die Delegiertenversammlung müssen abgesagt werden bzw. auf dem schriftlichen Weg stattgefunden haben. Vor allem ist da wirklich sehr, dass wir da wieder die Leute können treffen und die Leute den Austausch vor Ort können haben und auch die Ehrungen, die immer während der DV stattfinden, können vor Ort durchführen. Dann im April, wie ich vorher gesagt habe, die zwei Brunos, wo man natürlich auch ja, profitiert, dass man eine Top-Infrastruktur stellen und für zwei Anlässe nutzen können. Dann im September wieder im üblichen Turnus der Zuger Stierenmarkt, wo wir ja, sicher auch in diesem Jahr das ein oder andere spezielle Element drin bringen. Da ist auch noch nicht ganz alles definiert. Was klar ist jetzt im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr, dass wir eine Festschrift machen. Die ein oder andere kennt vielleicht das Buch, wo wir zum 100-Jahr-Jubiläum 1997 herausgegeben hat, wo ja, so ein bisschen Geschichtsschreibung ist. Und da ist das Ziel, dass wir jetzt eigentlich die Lücke von 1997 bis 2022, die letzten 25 Jahre, möchte schließen und ein bisschen einen Überblick geben, was in dieser Zeit passiert ist. Und das ist ein Buch, das man allen Züchtern wird schenken, auch zu dem Jubiläum und natürlich auch anderen interessierten Kreisen wird zur Verfügung stellen. Im CH Braunfee werden wir eine Serie starten, Anfangsjahr, wo sich die Kantonalorganisationen vorstellen können, was sie machen, was für Aktivitäten das sie haben, was für Highlights vielleicht auch zu der Kantonalorganisation gehören und was für Ansprechpartner das da rum sind. Das ganz kurz, was im nächsten Jahr wird laufen in Sachen Jubiläum. Sicher natürlich überall um die Bruna, die da eine grosse Ausstrahlung hat nach fünf Jahren wieder. Dann komme ich zum nächsten Thema, Stand Zuchtprogramm. Und Zuchtprogramm, was wir in der Regel darunter verstehen, ist ja die Typisierung, die Herdentypisierung im Rahmen von der Bruna Data Betrieb. Ist klar, das ist nicht das gesamte Zuchtprogramm, es gibt ein KB-Zuchtprogramm, aber es ist sicher etwas sehr Wichtiges in Zukunft, dass wir da einen Haufen Kuhgenotypen sammeln können, die uns auch helfen in Zukunft, dass wir bei der Sicherheit von der genomischen Zucht nochmal ein Scheitel dazulegen können, dass wir da ja, noch ein bisschen mehr Sicherheit bekommen. Wo stehen wir da aktuell? Es sind rund 580 Betriebe, die aktuell Bruna Data dabei sind, die ihre Herden typisieren sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch vor allem Gesundheitsdaten erfassen tun. Ist ja denkbar, dass da in Zukunft vielleicht noch andere Phänotypen, neue Merkmale dazukommen. Wir sind sicher sehr zufrieden, wie wir jetzt aufgestellt sind mit diesen knapp 600 Betrieben.
Auf diesen 600 oder eben knapp 600 Betrieben sind rund 20.000 Braunswiss-Kühe. Und 20.000 Braunswiss-Kühe, das ist die langfristig, kann man sagen, die Trainingspopulation, die man wiederkehrend hat. Und das ist sicher eine sehr gute Basis auch, wenn man die Genotypen dort nutzt. Das ist aktuell noch nicht der Fall, muss man auch ganz klar sagen. Beim Originalbraunvieh, dort haben wir in Anbetracht von der Population mit 1300 Kühen sicher auch eine schöne Population beieinander. Aber dort würden wir sicher auch den einen oder anderen Betrieb noch gerne dazunehmen. Man darf ja sagen, es sind neue Betriebe dazugekommen. Wir haben im letzten Jahr die Bedingungen leicht angepasst. Wir haben das Türchen auf für Natursprungzüchter und das hat sich da schon ein bisschen niedergeschlagen, vor allem beim Originalbraunvieh. Aber da sicher weiterhin eigentlich die Option offen für weitere Betriebe. Ja, es sind gut 50 Betriebe, wo mindestens 6 OB oder ROB-Kühe, es gibt ein paar ganz grosse Betriebe, aber auch sicher eben weitere Möglichkeiten auch für neue Betriebe. Wenn man die Verteilung anschaut von diesen Databetrieben, dann hat sich das ausgeglichen. Also wenn man zurückdenkt, vor gut einem Jahr ist das Verhältnis viel stärker nur Richtung Talgebiet gegangen und jetzt mittlerweile ist das fast 50 zu 50. Betriebe Talgebiet, Berggebiet. Es ist uns auch wichtig, dass wir wirklich alle Mitgliedsbetriebe möglichst gut repräsentativ abdeckt haben. Wir haben 65 Biobetriebe, die da mitmachen. Das sind rund 11% und das entspricht ziemlich genau einem Anteil der Biobetriebe bei Braunvieh Schweiz, also da auch eine repräsentative Vertretung. Wir haben 94 Betriebe dabei, die mit Roboter melken tun, das sind 16%. Da ist es sicher ein bisschen mehr als der Durchschnitt, oder die sind überdurchschnittlich vertreten, kann man sagen. Aber es ist natürlich klar, das sind im Schnitt recht grosse Betriebe, die wir gerne da dabei haben. Und Roboterbetriebe natürlich auch mit der Möglichkeit, um in Zukunft vielleicht auch noch andere Merkmale können zu erfassen, in der Zucht zu nutzen. Ich denke da an richtige Lebegewicht, wo vielen Betrieben heute bereits erfasst wird. Ich denke auch an das Melkverhalten, wo man vielleicht die Option hat, um dort dann noch zusätzliche Informationen überzukommen. Wenn man anschaut, was auf diesen Betrieben gelaufen ist im letzten Jahr, sind gut 7000 weibliche Tiere getestet worden. Und da ist sicher noch der ein oder andere Betrieb gewesen, der frisch eingestiegen ist, der eine Herdentypisierung gemacht hat, vielleicht bis und mit Erstmelken. Aber das ist nicht mehr der Hof, der das ausgemacht hat. Also das sind grossmehrheitlich halt wirklich Remontierungen gewesen, also weibliche Kuhkalber oder Kuhkalber, die auf die Welt gekommen sind, auf diesen Betrieben, zeigt auch auf, dass das wirklich Betriebe sind, die sehr viel remontieren, was natürlich auch absolut erwünscht ist im Rahmen von dem Programm. In 2021, jetzt nach 3 Quartalen, sind wir bei 6.400 weiblichen Tieren von braunen Datenbetrieben, die typisiert worden sind. Also bis Ende Jahr werden wir die Zahl vom Vorjahr wahrscheinlich leicht übertreffen. Man kann sagen, es sind rund 12 weibliche Tiere pro Betrieb und das ist wirklich eine sehr eine eindrückliche Zahl. Wir haben im Herbst auch angeschaut, wie auf diesen Betrieben besamt wird. Auf den Datenbetrieben, genau. Also das ist jetzt Besamungen auf Braunswiss-Kühe und Kalber, Braunswiss-Tiere. Und da ist ganz interessant, wenn man die Quoten anschaut von den Jungstieren gegenüber den nachzuprüften Stieren. Mit 75% Jungstieren ist der Anteil mittlerweile sehr hoch und auch noch, ja, doch noch Reste höher als im gesamtschweizerischen Schnitt, also außerhalb von Bruna Data. Ist sicher teilweise damit begründet, dass das auf diesen Betrieben auch gezielt weiter in Prüfstieren eingesetzt werden. Aber ich denke, es hängt primär mit dem zusammen, dass auf diesen Betrieben halt sehr gezielt mit der jüngsten Genetik geschaffen werden. Wir haben die gleiche Auswertung auch gemacht für Original-Braunvieh-Betriebe, die bei Bruna Data mitmachen. Das ist natürlich jetzt eine kleinere Anzahl von Betrieben, aber da ist gleich eindrücklich. Also da stehen wir fast bei 90% Jungstiere. Wobei da muss man sagen, es sind natürlich auch Betriebe dabei, die Natursprung machen. Und im Natursprung ist natürlich praktisch ausnahmslos, dass es Jungstiere sind. Darum vielleicht die Quote noch ein bisschen höher als bei Braunswiss. Da haben wir angeschaut, wie viele gesetzte Besamungen auf diesen Databetrieben gemacht werden. Da ist der Anteil bei 46% gesetzte
Besamungen. Und ja, das ist schon eine eindrückliche Quote. 54% konventionelle Besamungen. Ist auch wirklich deutlich höher als auf dem Rest oder auf dem Gesamttotal der Betriebe. Rund 8% höher. Zeigt halt, dass es wirklich Betriebe sind mit einer starken Remontierung, wo auch natürlich ein Haufen Zuchttiere nachgenommen werden, die dann wieder in Verkauf gehen. Beim Originalbraunfest ist das Bild ein anderes. Dort 88% konventionelle Besamungen, beziehungsweise auch Belegungen, die dort dabei sind, die logischerweise ja zwingend konventionell sind. Das Tier ist noch nicht geboren, wo selber gesetzte Besamungen, Belegungen kann machen. 12% gesetzte Besamungen, die da gemacht worden sind. Da haben wir im letzten Sommer auch bei unseren bestehenden Databetrieben eine Umfrage gemacht. Wir haben dazu die damaligen Databetriebe angeschrieben. Das sind gut 560 Betriebe gewesen. Und innerhalb nützlicher Frist oder innerhalb kurzer Frist, wir haben nicht allzu lange gewartet, haben 49% die Umfrage ausgefüllt. Also fast die Hälfte. Von daher kann man sicher da sagen, ein sehr repräsentatives Bild, was aus dieser Befragung herausgegeben hat. Da ist die erste Frage bei dieser Umfrage, was die Gründe sind, warum man bei Brunadato mitmacht. Und da sind auch mehrere Antworten möglich gewesen. Und die Hauptantwort, die wichtigste Antwort, ist sicher die, dass ja, ist auch naheliegend, dass die tieferen Typisierungskosten da Hauptgrund sind, dass man die weiblichen Tiere viel günstiger kann typisieren, weil man eine Gegenleistung dafür erbringen tut. Das zweithäufigste, was genannt worden ist, sind Gesundheitsdaten mit 45%. Und das finde ich gleich eigentlich noch ganz eindrücklich, dass das nicht nur als eine Pflicht angeschaut wird, die Gesundheitsdatenerfassung, sondern dass man da eben auch einen Nutzen sieht. Der nächste wichtigste Grund ist der Beitrag für die Rassen. Also, das sind nicht wenig Betriebe, die sagen, dass sie gerne da mitschaffen, weil sie damit auch die Rassen unterstützen, die Weiterentwicklung von der Rassen, die Verbesserung. Das finde ich natürlich auch eine sehr gute Motivation, warum man da mitmachen kann. Dann weitere Betriebsbesuche, wo die Betriebe zu gut haben, einmal pro Jahr. 17%, ich wurde von jemandem überzeugt, oder der eine oder andere hätte sogar geschrieben, überschnurrt. Und da hoffe ich natürlich, dass die mittelfristig auch noch einen anderen Nutzen sehen, außer dass sie überredet worden sind zum Mitmachen. Und bei 10% der Betriebe ist noch genannt worden, dass man einen günstigeren Tarif für Zuchtberatung kann nutzen kann. Wie gross ist das Vertrauen in den genomischen Zuchtwert der eigenen Tiere? Also, da geht es nicht unbedingt um die Stiere, sondern um die eigenen Tiere, obwohl die Sicherheit von der genomischen Zuchtwert ja unabhängig vom Geschlecht gleich hoch ist. Da sieht man den grossen, also vielleicht noch zur Erklärung: Das 1 bedeutet absolut kein Vertrauen, Ziffer 10 bedeutet absolut bedingungsloses Vertrauen. Und dann die meisten sind bei einem 7 oder bei einem 8 gewesen. Der Durchschnitt bei 6,85, also das ist sicher auch ein recht guter Wert. Dann haben wir eine Frage gestellt, und das ist für mich ganz eine interessante Frage, wie man die genomische Zuchtwerte nutzen tut im Betrieb. Und da ist am häufigsten mit Abstand genannt worden als Zusatzinformation bei der Anpaarung. Da muss ich auch sagen, da haben wir auch mehrere Antworten können auswählen. Am zweithäufigsten Selektion von den Tieren, die man gesetzt besamen. Und da ein bisschen dazugehören tut der übernächste Punkt, Selektion für Fleischerrassenbesamung mit 36%. Also das ist ja das, was sehr vielen Betrieben dann passiert, dass man beim Jungvieh die Einteilung macht, entweder gesetzte Besamung oder Fleischerrassenbesamung. Zwischendrin ist noch die Information zu den Erbfehlern, Genmarker. Erbfehler ist beim Originalbraun für sicher jetzt das OH1, das die Leute ein bisschen beschäftigt, den neueren Erbfehler mit einer relativ hohen Frequenz, wo man auf dem Weg natürlich sehr schnell kann unter Kontrolle bringen. Bei den Genmarkern ist es einerseits Kappa-Casein und auf der anderen Seite natürlich das Beta-Casein A2, wo auf dem einen oder anderen Betrieb eine größere Motivation ist, wo vielleicht auch richtige reine A2-Bestand züchten. Spannend habe ich auch gefunden, Selektion Verkauf mit 20%. Also jeder fünfte Betrieb hat das gleich auch als Grund oder als Nutzer von der genomischen Zucht ertragen, dass er auf dem Weg die Tiere selektieren, die er verkaufen will. Und das wird wahrscheinlich eher eine Negativselektion sein, dass er eher die schlechteren Tiere im Bestand
so in Verkauf hineinbringt, vielleicht ein Tier, das nicht unbedingt perfekt zum Betriebszuchtziel passt, sondern an einem anderen Ort besser passen tun. Dann haben wir auch gefragt, wie die Gesundheitsdaten genutzt werden. Da ist natürlich die Top-Antwort, ist die, dass man es für Kontrollen brauchen tut, weil man es ohnehin machen muss, dass man es so digital verfügbar hat. Dann aber auch direkten Nutzen, dass man im Betrieb innen seine Tiere kann vergleichen, Kuhfamilie kann vergleichen, dass man manchmal vielleicht ja, das Aktuelle präsent hat und sich nicht mehr so zurückerinnern kann. Und so hat man natürlich das alles tipptopp in der Übersicht. Gar nicht, das ist bei 20% der Betriebe der Fall gewesen. Da ist klar, das sind die Betriebe, die das einfach machen, weil man es muss machen und nicht, weil man einen riesen Nutzen sieht dahinter. Ist selbstverständlich auch akzeptabel, aber für uns natürlich auch das Ziel, dass man auf diesen Betrieben könnte einen Nutzen von diesen Gesundheitsdaten auch aufzeigen, nicht nur, dass man es einfach muss machen. Anpaarungsentscheid ist auch genannt worden, je nachdem, ja, für Tiere, die vielleicht halt ein bisschen vermehrt sind oder andere Leiden haben, dass man die dann von der Zucht ausschließen tut. Und im Vergleich mit anderen Betrieben ist noch knapp 10% und das Gesundheitsblatt für jedes Tier, wo man eine ganz schöne Übersicht hat, wo man sofort sieht, was für Behandlungen dass man bei jedem Tier gemacht hat. Dann haben wir gefragt, was für eine Bedeutung die genomische Zucht beim Anpaaren haben. Und da ist, ja, das ist eigentlich ein recht guter Wert, würde ich sagen. Da haben 84% haben gesagt, es ist wichtig oder sehr wichtig. Die 5%, die sagen, gar nicht wichtig, das sind sicher Betriebe, wo wir vielleicht nochmal anschauen müssen. Ja, schlussendlich ist aus meiner Sicht schon so, dass man muss auch einen Nutzen sehen, die genomische Zucht hat, wenn man in diesem Programm mitarbeiten tut. Gut, das zum Zuchtprogramm. Ganz ein schneller Überblick, dann komme ich zu der Zuchtwertschätzung. Da haben wir in diesem Jahr, im April 2021, einen neuen Zuchtwert eingeführt mit dem Temperament beim Melken, also das Melkverhalten. Basis von dem Zuchtwert sind Ziffern, wo man anhand von der Züchterbefragung bei der LBE erheben tut, von den Erstlaktierenden, wo der Bauer muss angeben, von 1 bis 4, ob es eben ein Tier ist, das sich sehr einfach anmelken lässt. Es geht vor allem um die Phase anfangs von der Laktation, ums Anmelken. Oder ob es eben Tiere sind, die eher nervös sind oder sehr nervös sind. 4 ist sicher das, was erwünscht ist, und 1 ist das, was man nicht so gerne hat im eigenen Stall. Man hat aus diesen Daten heraus jetzt nach relativ kurzer Zeit, also nach gut 2 Jahren, hat man jetzt bereits können einen Zuchtwert schätzen, einen traditionellen Zuchtwert. Man hat da auch eine sogenannte Validierung gemacht. Man hat anhand von den Phänotypen geschaut, ob das übereinstimmt mit dem sogenannten Top-Bottom-Test. Man hat die 20% von den besten Stiere genommen und hat die verglichen mit den 20% von den schlechtesten Stieren, beziehungsweise die Töchter von den jeweiligen Stieren natürlich, die haben die Ziffern. Und da sieht man natürlich, dass die Top-Stiere, dass bei denen der Anteil von den Ziffern 3 und 4, also heisst sehr ruhige Tiere oder ruhige Tiere, dass der deutlich höher ist als bei den schlechtesten Stieren. Und im Umkehrschluss natürlich bei den schlechtesten Stieren der Anteil von den nervösen Tieren deutlich höher ist. Was man aber ganz klar muss sagen, es ist nicht das Merkmal mit einer extrem hohen Erblichkeit, ist in einem guten Bereich, aber nicht extrem hoch. Also da hat man natürlich von jedem Stier, auch wenn er jetzt eine tiefe Zuchtwert hat, hat man sehr viele Tiere, die sehr ruhig sind. Und auch von einem Stier mit einem sehr guten Zuchtwert Melkverhalten wird es die ein oder andere Tochter geben, die mal das Bein lüpft am Anfang von der Phase, wo man sie anmelken. Die Erblichkeit von dem Merkmal bei 13%, das ist für ein Fitnessmerkmal sicher in einem ansprechenden, in einem guten Bereich. Auch im Vergleich jetzt mit anderen Rassen oder mit dem Ausland ist man da im Bereich von der Erwartungen, wo der Zuchtwert an den meisten Orten im Bereich von 10 bis 20% Erblichkeit aufweisen tut. Man hat den Zuchtwert auch wie alle Fitnessmerkmale, man schaut das auch als ein Fitnessmerkmal an, auf 100 standardisiert. Also der Durchschnitt, der Rassendurchschnitt ist bei 100 und man hat eine genetische Standardabweichung von 12. Das bedeutet, 2 Drittel der Tiere bewegen sich zwischen 88 und 112.
Und was da drüber ausgeht, das sind dann wirklich die Extremvererber, wo man einen spürbaren, deutlichen Effekt hat, auch bei den Nachkommen. Höhere Werte sind erwünscht, also wenn man auf ruhige Tiere züchten will, muss man Stiere einsetzen, die eben einen höheren Zuchtwert haben, von 112 oder noch höher. Und der Zuchtwert wird momentan nur für Stiere mit CH-Label publiziert. Das heißt, sie müssen mindestens 10 Töchter in 10 unterschiedlichen Betrieben haben. Das erreicht der KB-Stier relativ schnell. Für einen Natursprungstier ist die Hürde schon ein bisschen höher. Wir haben momentan eben nur Stiere, die wir publizieren tun. Es gibt keinen Abstammungszuchtwert zum jetzigen Zeitpunkt und auch keinen Zuchtwert für weibliche Tiere und logischerweise auch keinen genomischen Zuchtwert. Für das ist die Datenbasis momentan einfach noch ein bisschen zu tief. Wir haben im August 350 Stiere gehabt, die mit dem Zuchtwert publiziert worden sind. 286 Braunswiss, 68 OB-Stiere. Das langt noch nicht ganz, aber da werden wir sicher, oder ich hoffe es schon relativ schnell, auch genomische Zuchtwerte können publizieren, weil da natürlich die Datenbasis jetzt von Jahr zu Jahr anwachsen tut. Denn was ist in der Pipeline, was steht uns bevor? Momentan laufen Diskussionen bezüglich Zuchtwertschätzung Ketoseresistenz, also ein weiterer Zuchtwert aus dem Bereich Fitness-Gesundheitsmerkmal. Da sind die Entscheidungen noch offen, aber grundsätzlich steht die Zuchtwertschätzung und wenn man sie einführen würde, würde sich das gleich verhalten wie beim Zuchtwert-Melkverhalten, das ich vorher präsentiert habe, dass es nur ein Zuchtwert ist, der für Stiere mit CH-Label publiziert wird. Aber auch da natürlich gilt das Gleiche, was ich gesagt habe, dass man natürlich da auch darauf einschaffen tut, dass man sehr schnell auch genomische Zuchtwerte publizieren kann. Wenn man sich die Folie von weiter vorne in die Erinnerung rufen, mit irgendwie über 2 Drittel bis 3 Viertel Jungstieren, die besamt werden, ist es natürlich sehr wichtig, dass die Jungstiere eben auch in diesen neuen Merkmalen möglichst schnell auch Zuchtwerte überkommen. Aber da muss man sicher auch die nötige Zeit sich gewähren, dass die Zuchtwerte eben auch auf sicheren Beinen stehen. Was momentan auch am Laufen ist, ist eine Überprüfung von der Zuchtwertschätzung im Exterieur. Und da geht es vor allem um die Blocknoten. Die Zuchtwertblocknoten wird jetzt aus der Einstufungsnote direkt berechnet. Und da ist man dran, um da einen Index zu kreieren, dass man für den Zuchtwert von diesen Blocknoten, dass man die direkt herleiten aus dem Zuchtwert von den Einzelmerkmalen. Der Grund ist der, dass man eine bessere Korrespondierung hat zwischen den Einzelmerkmalen und dem Block. Man bekommt ein bisschen mehr Sicherheit über. Zuchtwerte sind ein bisschen stabiler. Der Nachteil ist sicher der, dass beim alten System ein Fehler auch einfließen tut. Wenn jetzt ein Stier bei den Zitzen vermehrt das ein oder andere Merkmal auftreten tut, hat das einen Einfluss auf die Einstufungsnote von der Kuh und fließt jetzt natürlich auch die Zuchtwert vom Stier ein. Da ist etwas, wo über alle Rassen momentan am Laufen ist, wo ich davon ausgehe, dass man das in der nächsten Zeit auch umsetzen wird. Etwas, was nicht gerade jetzt in der nächsten Zeit umgesetzt wird, ist die Weiterentwicklung von der genomischen Zuchtwertschätzung mit dem Stichwort Single-Step-Verfahren, dass man eigentlich in einem Aufwisch traditionelle und genomische Zuchtwerte schätzen tut, so wie es jetzt gewissen Länder bereits umgesetzt wurde, beispielsweise in Deutschland in dem Frühling. Da sicher der große Nutzen oder der Vorteil, dass man auf dem Weg eben auch Kuhgenotypen direkt kann nutzen und die Zusatzinformationen eben beitragen tut, dass man mehr Sicherheit überkommt bei der genomischen Zucht, dass man höhere Bestimmtheitsmaße überkommt. Ist aber nicht ganz eine einfache Geschichte. Es gibt auch verschiedene Arten, wie man das angeht, tut. Das ist eine riesen Herausforderung auch aus Sicht von der Rechner, weil da enorm viele Datensätze, ein Vielfaches an Datensätzen zusammenkommen, dass man das noch bewältigen kann. Aber da gehe ich nicht davon aus, dass das im Verlauf der nächsten 2 bis 3 Jahre in der Schweiz auch so eingeführt wird. Das sind nur ein paar Beispiele. Es sind natürlich zahlreiche andere Projekte auch noch am Laufen. Ihr habt vielleicht gesehen, im letzten CA-Braunfest-Ausschreibung sind wir machen eine Auswertung für Tiere mit gestörtem Melkverhalten, wo man hier und da halt leider antreffen tut. Man möchte das ein bisschen genauer ergründen, zusammen mit der Uni Bern. Das ist auch ein Projekt, das über alle Rassen hineinläuft, weil es auch bei allen Rassen Tiere gibt.
Und da wird man überprüfen, ob man das ein bisschen genauer kann eingrenzen und allenfalls auch züchterisch bearbeiten auf lange Sicht. Gut, dann komme ich bereits zum Schluss. Was steht uns noch bevor in der nächsten Zeit? Jetzt gerade in 2 Wochen startet Swissdier in Luzern. Eine interessante Fachmesse für Tierproduzenten. Und da ist eigentlich jedes Jahr, das ist nicht jedes Jahr, sondern alle 2 Jahre hat das stattgefunden. Bin ich mal sicher, ob jetzt noch Corona-Unterbruch dabei war. Aber in den letzten Jahren immer eigentlich mit Vertretung von einem Praktikerbetrieb. Und das ist immer jetzt ein Betrieb mit Braunsiss-Kühen. Und für uns natürlich auch beste Rassenpromotion gemacht hat. Das ist auch jetzt der Fall mit dem Betrieb von der Familie Grüter aus Hohneri, wo ihr Bestand oder ein Teil vom Bestand hat, wird präsentieren. Also da kann ich nur ermuntern, zumindest die, die ein bisschen in der Nähe sind, die Messe zu besuchen. Dann, ja, das Jubiläumsanlass von Brunnfels St. Gallen, Anfang Dezember ebenfalls Stiermärkte Sargans, wo stattfinden wird, sind 2 Anlässe mit Zertifikatspflicht, wo wir momentan halt nicht drum herum kommen. Das Gleiche gilt auch für die Swiss Genetics Top Sale am 25. November, wo die Tiere aus dem ETA-Programm oder ein Teil von diesen Tieren versteigert wird. In dem Jahr ohne Präsentation von der Nachzuchtgruppe, sondern nur Versteigerung von diesen Zuchttieren. Dann im nächsten Frühling geht es weiter mit der IGBS zum bekannten Zeitpunkt, den Bruna, den ich erwähnt habe. Und da werde ich ganz am Schluss noch die Weltkonferenz beliebt machen in den USA. Die ist jetzt 2-mal verschoben worden aufgrund von Corona. Die USA hat ja sehr restriktive Einreiseregelungen gehabt, die jetzt langsam ein bisschen aufgelockert worden sind. Die Weltkonferenz Anfang Oktober 2022, wo die stattfinden wird in Madison, im Zusammenhang auch mit der World Dairy Expo, die auch stattfindet oder wo am Rand von dieser Konferenz stattfindet. Da werden wir sicher auch voraussichtlich mit einer Züchtergruppe, wo ein Interesse um ist, dort übergehen und ist sicher gute Gelegenheit, um sich auch international ein bisschen zu informieren, was bezüglich Brown Swiss am Laufen ist. Gut, damit bin ich am Schluss von meiner Ausführung. Ich habe es ein bisschen länger gemacht, als ich sonst schon den Züchtertag alle nutze. Aber ich denke, es ist okay, weil ich heute keine weiteren Beiträge mehr anstehe. Ich danke vielmals fürs Zuhören und wünsche allen viel Erfolg mit ihren Braunvehkühen.